Ja, was man natürlich beachten muss, wenn man jetzt so große Wassermengen oder jetzt Schaummengen hier fördert, dass man natürlich einen festen Stand hat. Ne? Dadurch ist das immer begrenzt nach oben. Ne? Hier ist ein Anschlag. Nach unten weiter geht es nicht runter, sonst würde wahrscheinlich auch das ganze Gestell weggeschoben werden oder würde halt instabil werden. Ne? Durch die Wasserzufuhr hat man natürlich auch einen leichten Anpressdruck. Wird ja ähnlich wie beim Stützkümmer, beim B-Rohr, wird das Ganze natürlich kräftemäßig ein bisschen umgelenkt. Ne? Aber es ist schon ganz ordentlich. Super. Gut, schauen wir mal weiter. Kannst du mal ein paar Schätzchen ausgraben hier aus dem Auto? Ja, ein paar Schätze haben wir auch noch. So, hier haben wir eine Kiste mit Formhölzern. Ja. Für, sag ich mal, leichte technische Hilfeleistungen, um Fahrzeuge zu unterbauen. Teile, Handhölzer. Dann haben wir hier eine sogenannte Absaugvorrichtung oder auch Fasspumpe. Eine Fasspumpe, wenn ich jetzt irgendwo was abpumpe, ist irgendwie Chemikalien, oder? Ja, genau. Okay. All diese, falls beim LKW oder PKW der Tank leck geschlagen ist, damit man den halt auspumpen kann, absaugen kann. Deshalb super. Absaugvorrichtung. Gut, passend zur Absaugeinrichtung haben wir hier oben noch einen leeren Kanister, weil wenn wir irgendwas absaugen, dann müssen wir es ja irgendwo auch noch lassen. Ja, also das ist schon auch sehr gut durchdacht, ne? Weil es klar, was nützt denn die Pumpe, wenn man es nirgendwo reinpacken kann? Und Kanister, ja. Natürlich eine einfache Lösung, ja. Okay, dann Mulden zur Not ja auch noch, ne? Genau, Mulden, dann haben wir hier Schaufeln, Dunkhaken, eine Stechschaufel, Brechstange, Besen, halt alles, was man so... Herrlich. Oh, und ich sehe hier noch ein Schätzchen. Genau, da wollte ich auch mal zukommen. Wo wolltest du gerade zukommen? Entschuldigung, wenn ich das sehe, Dirk. Ja, da geht mir das Herz auf vor Freude. Das ist noch Willis Zeit, ne? Damit kommt da. Genau. Vielleicht kann ich ja den Nordstrom-Meister dann noch überreden, ob wir da noch ein separates Filmchen zu machen, weil ist zwar einfache Technik, aber sehr effektiv. Ne? Genau. Ja, dann haben wir ja auch einen motorbetriebenen Lüfter. Ja gut, Druckbelüftung heutzutage, wenn irgendwas verraucht, ist klar, ne? Super. Super effektiv. Aber ein bisschen einkrempeln. So, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Okay. Hier haben wir einmal unseren Werkzeugzug, MZ16, passend dazu das Zubehör. Okay. Damit sich jeder was darunter vorstellen kann, darf ich mal einmal rausholen? Okay. Also da kann man natürlich schon sehr viel Kraft ausüben auf dem, weiß ich, wenn ein Baum irgendwas ist oder PKW irgendwo. 1600 Kilo mit Umlenkrolle, 3200 Kilo. Ja, genau. Ja, da sind wieder zwei unserer Handlampen. Was du vorhin schon gesagt hast. Also ihr habt ja noch die zwei Geräte für den Sicherungstrupp. Ja, das ist auch ein sehr tolles Teil. Das darf ich dir mal vorführen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Also wir haben ja nicht nur, dass hier Atemschutzgeräte drauf verlastet sind. Ich kann das ja einmal vorführen. Dass die Atemschutzgeräteträger sich auch vernünftig ausrüsten können. Kannst du die runterklappen. Junge, das ist ja ein Transformer, ist das? Ja, der geht noch weiter, der Transformer. Aber jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. So. Nee. Jetzt geht's weiter. Da haben wir dann so das andere alltägliche Feuerwehrwerkzeug. Kübelspitze und Feuerlöscher. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist ja witzig. Das wusste ich auch nicht. So, okay. Dann haben wir oben noch Schlauchbrücken. Richtig. Drei Stück. Und drei Wartungen. Das ist ja, ja, lange Gummistiefel. Genau. Okay. Schornsteinwerkzeug, was ist denn ein Schornsteinwerkzeug? Schornsteinfegerwerkzeug, Schornsteinbrand, da ist dann unsere Kette drin, unsere Fallkugel und mit verschiedenen Besen aufsetzen, kann man verschieden zusammenschrauben, je nachdem was gebraucht wird. Und damit kann man dann halt ja, Schornsteine frei halten, währenddessen er noch am Brennen ist, dass er nicht zugeht. Dazu haben wir oben auf dem Dach dann noch unsere Stoßstange. Darf ich da mal reingucken? Also ich weiß nicht, wie es hier geht. Hast du schon mal gesehen? Nee, auch noch nicht, ne? Ich kann hier überall reingucken. Da gibt es sogar eine DIN für? Ja, na klar. Okay. So, das Schornsteinfegerwerkzeug haben wir einmal die Handschuhe, extrem hitzebeständig. Ja. Dann haben wir einen Spiegel, um auch in den Schornstein reingucken zu können, von oben oder von unten. Ja. In den Schornsteinzug selber, ob er frei ist, ob er offen ist oder geschlossen. Ja, eine Kohleschippe mit unseren Schuppenhullen, um unten das, was unten im Keller ankommt, rauszuschaufeln. Dann haben wir unsere Umlenkrolle für den Schornsteinkopf oben. Ja. Und dann haben wir unsere verschiedenen Besen. Die
verschiedene Größen, gibt ja verschiedene große Schornsteine. Ja, genau. Und dann die Kette. Ersatzspiegel. Also das und dann die Kette. Mit unserem 4 Kilo. Oder 4 Kilo Fallkugel. Also die Kette rastet dann hier oben ein. Hm. Die Bürste an der Kette rastet ein. Und durch die 4 Kilo Fallkugel geht es halt nach unten durch den Schornstein durch. Und das wird so lange wiederholt, bis dann der Schornsteinfegermeister irgendwann sagt, jetzt ist gut, der Schornstein ist offen. Das ist super. Klasse. Ja. Ja. Okay, hier kommt es jetzt langsam so in die Löschecke, sage ich mal. Ne? Genau. Also ich sehe schon mal, guck mal, was habt ihr so? AWG-lastig? Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen, ne? Schön. 1, 2, 3, 4. Genau, 4 Schlauchtragekörbe. C-Schläuchen. Hier hinter jetzt, ne? Genau. Darf ich mal kurz mal aufmachen? Natürlich. Habt ihr, richtig festgemacht. Mensch, Dirk. Ja. Also, da die Frage kam, wie man diesen mobilen Rauchverschluss am Schlauchtragkopf festmacht. Weil ich habe immer gesagt, so ganz locker, da wird ja jeder hinkriegen. Aber es hat sich bei manchen als Problem erwiesen. Deshalb hier gibt es eine Variante, dass du es richtig professionell festgenietet. Mit so... Also ich nicht, das war schon vom Werk. Ah, das war schon vom Werk, okay. Das hat sich Magirus, also... Ach, das gibt's also vom Werk aus. Und dann, okay, dann ist das die erste offizielle Variante, die ich dazu kenne, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Leider haben sie das aber in die Seite gemacht, wo der Korb aufgeht. Das ist ein bisschen schade. Ja. Das hätte ich wahrscheinlich auf eine andere Seite gemacht. Ja, gut, aber... Na gut, aber es ist mit dran. Ne? Ich würde mal kurz gerne was am nächsten Korb mal was zeigen. Vielleicht nur ein Trick für die Leute, die es auch so haben, weil man muss die mal gar nicht so auffummeln im Einsatz. Ihr müsst jetzt hier aktuell das Klettband aufmachen. Und zwar geht es darum, wenn ihr hier am Anfang, so wie es jetzt hier verlastet ist, ist ja auch richtig, so wurde es immer gemacht. Wenn ihr es jetzt hier rauszieht, habt ihr das Problem, dass ihr hier noch zwischen seid. Ne? Ich würde jetzt mal eine Variante vorschlagen, wie man es auch machen kann. Und zwar das einmal aufpulen, das geht ja besonders einfach. Also auch da ist an der Stelle, manche, man kann das zusammentackern, dann hat man so ein loses Ende immer hängen, dass man es das gut greifen kann, auch mit Handschuhen oder Klebeband rum oder sowas. So, und das mache ich jetzt einmal wieder zu. So, keine Ahnung. Das, so, jetzt geht es um die. Ach, der ist ja auch noch durch. Ach, du ahnst es nicht. Ich lasse es mal so. So, also jetzt könnte ich hier theoretisch das Ende rausziehen. So, der Trick ist jetzt, man muss ja den Anfang hier möglichst oben fixieren, dass er nicht irgendwo rausfällt, auch wenn man hoch, manche verlassen die auch hochkant, dass sie nicht rausfallen. Da würde ich empfehlen, einfach hier so eine Schlaufe zu machen und die hier reinzustecken. Vorteil ist, du hast es jetzt, kannst rausziehen, losgehen, hast den Schlauch drin, ne? Brauchst du nichts auseinanderpulen im Einsatzfall. Weil ich das immer wieder sehe und deshalb kurz der Tipp nur an der Stelle, aber müsst ihr selber entscheiden. Ne? So. Ja, Schnellangriffsverteiler habt ihr. Genau. Oh, der ist aber nicht ganz Standard, sehe ich gerade. Nein. Was sehen wir denn da? Die Besonderheit in diesem Verteiler ist halt, dass man hier sicherstellt, auch für gerade wenn man so einen Wassermonitor benutzt, dass man mal die richtige Wassermenge zur Verfügung hat. Deshalb kann man hier einen zweiten B-Eingang nutzen, um halt Wasser hinzuzuführen oder einen Wechsel durchzuführen, wenn man dann wie die Wasserstelle oder einen Tankerbetrieb fährt oder so einen Wechsel durchführt. Oder halt um Schwankungen zu kompensieren, ne? Dass man einfach mehr Wasser an Verteilung zur Verfügung hat. Also Hydroschild habt ihr hier, ganz normal für C. Dann, was habt ihr hier noch? Mehrzweckstrahlrohre? Genau, zwei Mehrzweckstrahlrohre. Ein Blechaufreißer, ja. Ein Helikentool, ja. Und zwei Stützkrümmer. Also ein D, habt ihr auch ein D-Mehrzweckstrahlrohr, genau. Sehe ich gerade? Jawohl. Und D, aber D-Hohlstrahlrohr habt ihr nicht? Nein. Okay. Und hier noch ein bisschen Schlauchhalter und so ein Kleinkram, genau. Was man so braucht. Super. Genau. Was wir hier auch noch haben, was wir vielleicht kurz ansprechen können, ist sogenanntes Spaltsicherungsmaterial. Okay. Und zwar, wenn wir mit dem Helikentool arbeiten, eine Tür öffnen, dann ist das sogenannte Spaltsicherungsmaterial. Das wird dann halt in den Spalt, den man halt mit dem Helicon öffnet,
wird es halt reingesteckt und so bleibt der Spalt halt im Auto. Zum Unterfüttern, genau. Genau. Klar, super. Also so kleine kenne ich das auch nicht, auch interessant. Ja. Mensch, ich habe ja schon irgendwie 5 neue Sachen hier mitgenommen. Ja, ist das hier schön. Haben wir auch selber gebaut. Hat man halt verschiedene Stärken und dann kann man halt, braucht man nicht mal die ganzen Teile nehmen. Super. Ja, oder auch für die Brechstange ganz normal, ne? Das ist ja echt schon super. Ja. Super, ja, klasse. Ja, wieder ordentlich Rollschläuche, aber das ist ja normal, ne? Wollte ich gerade sagen. Gut, eine kleine Absperrenrichtung habt ihr noch für C, sehe ich gerade. Ja. Und zwar benutzen wir den in Verbindung mit dem Schlauchtragekorb. Wenn wir ins Gebäude gehen, kuppeln wir den halt dazwischen. Falls wir die Schlauchleitung im Gebäude halt verlängern müssen, können wir da halt kurz absperren, genau. Und brauchen dann halt nicht komplett auf der Leitung, was halt fehlt. Genau, da übrigens auch der Hinweis, weil es auch die Frage haben wir in den Schlauchpaket-Videos, es gibt diese Absperrenrichtung auch verriegelt. Das heißt, man muss drücken in den Endlang. Entweder muss man so drücken, um zuzumachen oder so zu drücken, um aufzumachen, weil manche Angst haben, wenn man sie zieht irgendwo am Gebäude und dann, dass es irgendwie sich dann verstellt, ne? Oder an der Kante und sowas. Deshalb, es gibt auch welche, die sind halt blockiert, verriegelt, ne? Okay. Super. Ja, toll, Mensch. Macht das schöne Auto so unordentlich. Ja. Schauen wir mal hin weiter. Das ist für mich das Kennzeichen, dass es ein LF20 ist. Daran erkennt man es halt gleich von der Ferne, weil das hinten halt so dieses Schlauchhaspel dran hat, ne? Also diesen Heckanbau. Okay. Das ist jetzt alles für die Wasserentnahme für euch vorbereitet. Das heißt, ihr habt hier ordentlich B-Material drauf. Standrohr. Okay, also hier sind 6 B-Längen drauf, 6x20 Meter, 120 Meter ungefähr genau. Und genau, Standrohr, super. Also das ist natürlich wie unser MTW. Klasse. Kommen wir mal zum Herzstück. Genau. Ja, das strahlt da, ne? Die findest du gut, ne? Ui. Das ist aber schick. Was fahren wir hier jetzt mal so ein paar technische Daten? Was haben wir hier auf dem Fahrzeug? 3000 Liter. 3000 Liter, okay. Also ist halt auch nicht Standard. Ja, ein bisschen mehr, aber haben ist besser als brauchen, ne? Und die Pumpe, was schafft die? 2000 Liter. 2000 Liter pro Minute könnt ihr hier fordern. Genau, bei 10 Bar. Bei 10 Bar, super. Also das ist schon echt ein Schätzchen, ne? Das sieht auch alles sehr robust und zuverlässig aus, ne? Ja. Also, gerade okay. Das HMI ist schön von der Bedienung, weil man hat wirklich immer nur einen Menüpunkt und hat nicht, sage ich mal, 20 Taster, die man halt, weil ich finde immer, das wird dann immer total unübersichtlich. Genau, es muss bedienbar bleiben. Genau. Es, jetzt jemand, der damit nichts zu tun hat, ist das erstmal ein bisschen viel. Aber letztendlich so eine Pumpe leicht zu bedienen, wenn man erstmal kurz mal eine Einweisung hat, ist alles klar. Ne? Ja, um die Wassermengen sicherzustellen, weil man ja natürlich bei der Wassernahme meistens an einem Unterfüllrand den Wasserwerfer nicht voll bedienen kann, kann man halt mal hier die Möglichkeit haben, mit mehreren B reinzukommen. Ne? Ein bisschen mehr Fördermenge zu schaffen. Und ja, ganz normal, was man so braucht, Wasser, Saugkorb und so weiter. Ganz super. Was haben wir hinten noch? Ach, das ist ein Druckbegrenzungsventil. Genau. Okay. Und ja. Was habt ihr denn in der Kiste noch drin? Klein, ja, Material, Kleinkram. Klein Material. Maschinisten-Zauberkiste quasi. Genau. Kurz lassen. Ja, wir haben auch 2 Füllschläuche da oben, weil wir halt auch 2 Eingänge haben zum Tanken füllen. Genau, sieht man auch, ist auch gekennzeichnet. Ne? Genau. Super. Ja, das ist halt das Magios Farbleitsystem. Eingänge sind blau, Abgänge sind halt rot. Genau. Ja, dann haben wir hier noch die Fernbedienung oder Kabelbedienung vom Lichtmast. Das ist auch ein kleines Highlight, haben wir auch selber gebaut. Das ist unsere sogenannte Haspelbeleuchtung. Wenn die die Haspel dann irgendwo im Dunkeln steht, damit sie halt nicht übersehen wird. Ja, das, also ganz ehrlich, das müsst ihr ja patentieren lassen eigentlich, ne? Das ist ja der Hammer. Also ich muss sagen, das ist aber wirklich Zucker. Eine gute Idee. Echt. Ja, ja, also. Witzige Idee, ne? Also kann ich nur sagen, ist nicht schlecht. Das wird es bestimmt bald zu kaufen geben. Und hier habt ihr die Beleuchtung auch so normal. Das ist halt auch das gleiche Prinzip. Genau. Aber mit so einem Halter. Wenn man halt die Hände frei hat, wenn man halt das Standrohr setzt. Klasse, super. Okay. Ja, und hier habt ihr noch so einen Tritt, habe ich gesehen, damit auch hier kleine Leute auch die Chance haben, um ranzukommen. Genau. Ist aber nicht Standard, ne? Nein, das haben wir. Das selber gemacht. Nein, nein, nicht selber gemacht. Sehr beauftragt. Genau, ist original von Manirus verbaut worden.
Super, aber eine gute Idee. Das muss ja alles. Ja, ach so, ist ja richtig. Junge, sicher jetzt erst. Stark. Klasse. Was habt ihr denn oben noch drauf, wo wir gerade hier so schön stehen? Ja, oben auf dem Dach haben wir dann unsere Schiebeleiter, unsere Steckleiterteile. Oben auf dem Dach können wir auch noch dann unser Lichtmast haben wir oben noch, die formstabilen Schläuche für unsere Mini-Chiemsee-Schmutzwasserpumpe sind auf dem Dach. Die haben wir auch aus dem Fahrzeug. Okay. Dann haben wir das Stößelwerk für die Stößelstange, ist noch auf dem Dach für unseren Schornsteinfegersatz. Und dann der Wasserabgang und die Steckdose halt für Power Moon auf dem Dach, wenn der betrieben werden soll oder wenn der Wasserwerfer oben verbaut ist und von oben halt gearbeitet wird. Das haben wir alles noch auf dem Dach. Also das Dach ist voll. Okay. Super. Ja, schauen wir weiter. Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin immer noch in Dehnsen, ne, in Ahlfeld quasi. Und zusammen mit dem Joachim, dem Ortsvermeister. Und wir gucken jetzt die andere Seite vom Fahrzeug an. Und was machst du da? Bananenschuhe ausgegeben. Guck mich da schmerzerfüllt an.